Herzlich willkommen zur Buchpräsentation Praxisreifer Führung Go with the Flow. Mein Name ist Manuela Sattläger. Ich bin Co-Founder der Art of Life und heute Ihre Moderatorin. Werner Sattläger ist nicht nur mein Mann, sondern auch der Gründer der Art of Life und Führungskräftetrainer und Autor des Buches Die Kunstreifer Führung. Hallo Werner, herzlich willkommen. Ja, hallo Manuela und liebe Grüße an alle, die jetzt teilnehmen. Freut mich, dass Sie da sind. Bevor wir jetzt aber wirklich beginnen, kurz noch eine kurze technische Ansage. Bitte diskutieren Sie mit uns mit, indem Sie die Fragen schriftlich in diese Fragebox stellen. Wir werden Sie dann gerne jede einzelne besprechen. Werner, bevor du dich jetzt 2007 selbstständig gemacht hast, warst du als Jurist und Manager in Top-Positionen von Organisationen im In- und Ausland tätig und hast Ausbildungen in Gruppendynamik und Scan-Körperarbeit gemacht. Wie bist du eigentlich zu diesem Thema persönliche Reifung gekommen? Es ist eine gute Frage. Ich glaube eher, dass ich nicht zur Reifung gekommen bin, sondern die Reifung in mir entstanden ist durch viele Wege, viele Erfahrungen, durch Zugänge. Und die tiefste Erfahrung, die ich gemacht habe, war ein körperorientierter Zugang, diese Scan-Körperarbeit, zu der ich noch später kommen werde. Da habe ich 2006, 2007, so wie viele um die Lebensmitte, eine Lebenskrise gehabt, habe vieles hinterfragt, habe nicht genau gewusst, wohin es im Leben weitergeht und habe gefühlt, dass es viele Ersatzhandlungen und Ersatzbeziehungen gibt und Scheintrophäen im Leben und ich mich von vielen Emotionen und von vielen die Themen auch abgeschnitten habe in meiner Lebendigkeit. Und diese Arbeit hat, oder diese Erfahrung, diese Mattenerfahrung, was es so schön heißt, durch vertiefte Atmung, hat mich dann wirklich in ein anderes Dasein auch katapultiert und hat mich dazu gebracht, mich dann auch weiterzuentwickeln, habe eine Auszeit gemacht und habe mich dann selbstständig gemacht und habe mich immer wieder mit dem Thema beschäftigt, wie können wir uns oder wie kann ich mich und letztlich dann auch in den Organisationen, wie können sich Menschen entwickeln? Wenn ich da jetzt in die Natur rausschaue, wir haben da einen wunderschönen Frühlingstag gehabt, der Magnolienbaum, Kirschbäume, die wachsen, die haben einen Rhythmus, es gibt Phasen. Und ich erlebe das auch in menschlicher Entwicklungsenergie, aber oft in Organisationen hat sich das oft lahmgelegt und wird oft die Lebendigkeit verloren. Und daher interessiert mich das Thema wahnsinnig sehr. Und warum das gerade bei Führungskräften ganz relevant ist, weil Führung einfach eine ganz große Verantwortung haben, nicht nur für sich, aber auch für die Mitarbeiter, aber auch vor allem für die Organisationen. Und da macht mich zutiefst betroffen die Situation, die wir jetzt erleben in Europa, Ukraine-Krieg, Korruption, Missbrauch, wo Despoten, Diktatoren, Menschen, die völlig den Boden der Realität verlassen und an der Macht sind, Menschen umbringen, Kriege anzetteln, wo Macht Menschen verändert und wo ganz viel sozialer, emotionaler bis hin zu monetären Schaden angerichtet wird. Und ich bin davon überzeugt, dass wir viel zu wenig nachdenken und viel zu wenig systemisch überlegen, wen machen wir wann zur Führungskraft und wen machen wir dann nicht mehr zur Führungskraft. Und das bewegt mich sehr. Und ich habe jetzt auch vor, es heißt ja auch nicht Vortrag oder Webinar, sondern eine Buchlesung, ganz kurz zu dem Thema, immer wieder so ganz kurze Passagen vorzulesen aus meinem Buch. Und ganz kurz zum Thema Hybris und Derailment etwas vorzulesen. Der Derailment-Begriff hat seinen Ursprung in den 80er Jahren und bezog sich seinerzeit auf das Phänomen, dass Führungskräfte mit eigentlich hohem Potenzial überraschenderweise ein vorzeitiges Karriereende erlebten. Derailment oder Derailing ist eine Metapher für ein außer Kontrolle geratenes Verhalten, hier vor allem im Führungskontext. Die Entwicklung ist immer ähnlich. Talentierte und intelligente Menschen kommen in Führungspositionen, genießen allen Glanz mit vielen Privilegien.
Das bedeutet Zugang zu Ressourcen, Netzwerken, Personen, Macht, um Dinge tun zu können, die davor nicht möglich waren. Gleichzeitig beginnen sie Ja-Sagerinnen um sich zu scharen und die Realität wird immer verzerrter. Sie haben alle Startvoraussetzungen und trotzdem begehen sie Taten, die ihre gesamte Existenz kostet. Wider besseres Wissens. Dieses Derailment oder Hybris-Syndrom ist ein Phänomen, das entsteht, wenn Menschen lange und viel in der Macht sind und genau das Gegenteil ist von dem, wo ich heute reden werde, nämlich von reifer Führung. Das Gegenteil ist eine unreife Führung bis hin zu einer toxischen und einer gefährlichen Führung, die andere Menschen schädigt. Ja, dein Buch heißt ja auch Die Kunst reifer Führung. Und wenn wir uns da den Cover anschauen, da ist ja so ein schöner Pinselstrich oben. Ja, was hat der jetzt mit reifer Führung zu tun? Und was bedeutet denn überhaupt reife Führung? Du hast ja uns das Gegenteil jetzt geschildert, aber wahrscheinlich würde uns jetzt alle interessieren, was reife Führung bedeutet. Man ist immer dann auch, man läuft Gefahr, dann hier als Besserwisser zu stehen. Was genau reife Führung ist, kann ich nur aus meiner eigenen Erfahrung sagen. Aber dazu komme ich gleich. Ich möchte gerne dieses Rätsel lösen, das ja auch du mitverantwortest, liebe Manuela, weil viele wissen das nicht. Du bist auch Maltherapeutin. Und wir hatten vor vielen Jahren bei der Gründung der Art of Life immer wieder so kreative Prozesse mit Mal-Inputs. Und da haben wir eine Form, die nennt sich Bokuseki. Es kommt aus der japanischen Zen-Tradition und bedeutet so viel wie der schöpferische, unmittelbare Augenblick. The very moment. Und dieser Bokuseki ist ein Pinselstrich in diesem Augenblick. Und wir haben damals in der Gründung diese Pinselstriche auch mit vielen anderen versucht zu teilen und das hat uns immer wieder begleitet. Und daher hat dieser Bokuseki, das ist ja auch ein Ausdruck von nicht nur vom Moment, aber auch von einem Moment der Reife ist auch als Buchtitel, also als Cover gefunden. So, jetzt würde ich gerne kurz einen Abriss bringen. Also ich werde drei Themen jetzt kurz beleuchten. Den grundsätzlichen Zugang zu reifer Führung. Dann ausgehend von der reifen Führung, was bedeutet Deep Work und Flow, so wie es auch in der Agenda bestanden ist. Und dann als abschließend noch ganz persönliche Zugänge zur körperorientierten Arbeit und zur Atemarbeit, wie man innere Klarheit und Präsenz als Führungskraft entwickeln kann und dadurch persönlich reifen kann. Ich werde es so gestalten, dass ich ganz kurz Input bringe und dann ein ganz kurzes Zitat und dann dazu eine kurze Geschichte und danach freue ich mich auf eine Diskussion. Praxisreifer Führung. Bevor ich die wichtigsten Elemente sage, die meisten wissen das, den Unterschied Management und Führung. Management ist Manus, arbeiten, ist kontrollieren, evaluieren, ist Excel-Listen machen, ist operatives Geschäft. Führen hat eine ganz andere Qualität. Führen kommt aus dem indogermanischen Wort late, das heißt so viel wie voranschreiten, durchschreiten, vorgehen. Führen hat Elemente wie Vision entwickeln, wie es auf dem Helikopter zu stehen, um zu schauen, was passiert da eigentlich langfristig. Und vor allem, ich sage immer, Führung ist Beziehung. Führung bedeutet vor allem, die Kontakt zu den Mitarbeitern auf einer tiefen Ebene zu entwickeln. Daher habe ich für mich drei Ebenen einer reifen Führung. Das ist einmal die persönliche Ebene. Das ist die Kunst, sich einmal selber zu führen als Führungskraft. Und die beginnt für mich in der Selbsterkenntnis, zu schauen, wie weit bin ich Autopilot und bin ich gefangen und Opfer meiner uralten Muster und kann diesen sogenannten Blind Spot of Leadership, so wie es Otto Scharmer beschreibt, also diesen blinden Fleck der Führung, den viele dann in hohen Positionen haben, wenn sie dann gehuldigt und gelobt werden, wie kann ich den reduzieren und mein Bewusstsein und mein Feedback erweitern. Das ist das Erste, sich selber führen. Das Zweite habe ich schon erwähnt, das ist die Kunst, reife Beziehungen zu führen. Das bedeutet, qualitätsvolle Beziehungen, die jetzt nicht unbedingt streitfrei oder konfliktfrei sein müssen, sondern eine kontaktfähige Beziehung zu Mitarbeiter,
wo Wertschätzung und Vertrauen erfahrbar ist. Und die dritte Ebene ist der Kontext, wo auch Führungskräfte sind. Führungskräfte sind nicht in der freien Wildbahn oder sind nicht irgendwo in der Natur, sondern sie sind meistens in Organisationen, wo systemische Energien, Dynamiken sich entwickeln. Und da ist natürlich auch die Herausforderung, sich in so einem Kontext nicht nur in der direkten Beziehung zum Mitarbeiter, sondern auch in einem multidimensionalen Kontext zu bewegen und sich zu entwickeln. Das Problem ist, dass jeder, der sich mit Entwicklung und persönlicher Reife beschäftigt, weiß, dass das nicht an einem Wochenende passiert und dass das auch nicht durch Patentrezepte und Schnellsiedekurse passieren kann. Dass Entwicklung meistens oft durch raue Zeiten, durch Herausforderungen, durch dunkle Zeiten entstehen kann. Und daher ist es meiner Meinung nach einer der wichtigsten Punkte für Führungskräfte noch dazu, einfach diese Beständigkeit und Nachhaltigkeit oder diese Disziplin auch zu haben, dran zu bleiben, auch wenn es schlecht wird oder wenn es schwierig wird oder wenn es mühsam wird oder wenn es kompliziert wird oder wenn die Krisen kommen. Die Schönwetterführung ist leicht, wenn der Markt floriert, aber richtige, gute Führungskräfte erkennt man ja dann auch meistens in schwierigen Zeiten. Und was so für mich da der Humus und die Grundlage dessen ist, dieser drei Punkte, persönliche Führung, Beziehung zu dem Mitarbeiter und Unternehmenskultur als Reifegrad zu entwickeln, die Basis, der Humus sind auch der Treibstoff des Miteinanders ist Vertrauen, Glaubwürdigkeit und Wertschätzung. Und eben nicht auf einer Scheingefechtsebene, sondern auf einer wirklichen organischen Beziehungsebene. Ich mag das Wort nicht, aber einmal verwende ich es auf einer authentischen Ebene, wo etwas auch wirklich das ist, was man sagt, fühlt und auch ausspricht. Das ist die erste Ebene, also die reife Führung, die einen gewissen Tiefgang hat, die sich nicht von Schwierigkeiten ablenken lässt, die nicht nur den schnellen Erfolg und die Coverseiten von den Manager-Magazinen sucht, sondern wirklich Tiefgang sucht und versucht zu entwickeln. Der zweite Bereich, den ich gerne ansprechen möchte, steht auch in der Ausschreibung, ist der sogenannte Bereich Deep Work. Also wenn tiefere und reifere Beziehungen und Arbeit möglich, dann wird auch ein tieferes Arbeiten möglich. Ich habe jetzt in den letzten 2 Jahren war ich ja auch verurteilt, meine üblichen Workshops und Lernreisen nicht zu machen und habe ganz viel geschrieben, auch dieses Buch. Und bin wieder in diesen Zustand gekommen, den ich schon ewig lang nicht mehr hatte. Ich glaube, zuletzt beim Jakobsweg, wo ich vor 15 Jahren einige Wochen gewandert bin, wo ich in diesem hochmeditativen, konzentrativen Zustand bin, der zwei Eigenschaften hat, nämlich, dass er einen beglückt und erfreut und im organisatorischen Kontext noch oder überhaupt im Arbeitskontext Hochleistungen erbringt. Viele kennen das, Flow oder The Pocket, sagen es die Jazzmusiker oder die Basketballer, sagen The Zone. Meisten kennen das bei Sportarten, beim Kochen oder sonst auch immer. Das ist der mittlerweile wirklich erforscht ist und im Silicon Valley gibt es Forschungsprojekte, weil man halt drauf gekommen ist, dass die Produktivität sich vervielfacht. Ich will es nicht verzwecken, aber der Zustand ist ein sehr beglückender und ist ein sehr klar definierter, nämlich man ist sehr fokussiert, also Fokus, Flow, Fokus, Flow, Fokus, Follow, Fokus. Man ist im Hier und Jetzt durch diesen Fokus, die Zeit verschwindet, man ist mit der Tätigkeit auch verschmolzen und wenn man eine Tätigkeit macht, entsteht meistens auch etwas Neues. Das heißt, die kreative Energie wird erhoben und angehoben. Und wenn man das im Team macht, da habe ich immer das Gefühl gehabt, ich habe es nicht sehr oft erlebt, aber wenn ich das erlebt habe, habe ich das Gefühl gehabt von einer Magie und von einer Magie von einem Hochleistungsteam, wo man intuitiv weiß, was will der andere, was könnte jetzt das, ich habe das oft im Sport erlebt, im Fußball, oder man erlebt es immer wieder auch bei magischen Momenten, wo jemand einen Rückstand aufholt im Tennis oder so. Oder im Doppel mit anderen. Und in der Wirtschaft hat man das ja untersucht. Da gibt es ja dieses sogenannte Aristoteles-Projekt von Google, wo man untersucht hat, wie entstehen solche Hochleistungsteams, die dann so magisch miteinander, wo 3 Leute ein Produkt entwickeln, was große
Konzerne nicht schaffen. Und das, neben vielen anderen Dingen, steht dann alles auch in diesem Buch, aber neben einer Fähigkeit ist diese Fähigkeit, emotionale Sicherheit zu haben. Und emotionale Sicherheit heißt nichts anderes, dass ich vertrauen kann, dass ich, wenn ich etwas sage, egal ob das jetzt gut oder schlecht oder richtig und falsch, ob das jetzt beschämend, schuldhaft, was auch ist, dass das einen Raum hat und nicht sofort abgewertet wird. Und das ist die höchste und wichtigste und elementarste Eigenschaft und Grund, damit Menschen in Teams sich entwickeln und auch zu Leistungen kommen. Da kommt ja alles danach, Vertrauen, Glaubwürdigkeit, Wertschätzung. Aber es ist diese Sicherheit, dass ich im Grunde Dinge sagen darf und ich sein darf, so wie ich bin. Und erfolgreiche Firmen machen das in einer Radikalität. Da möchte ich gerne zwei Beispiele bringen. Das eine ist der Ray Dalio, der ist relativ bekannt als jetzt Autor, der hat das Buch Principles, das ist auch ein bekannter Investor, der sagt immer Radical Truth and Radical Transparency. Und das zweite Beispiel, was ich bringen möchte, ist das Beispiel, was vielleicht manche kennen, nämlich Netflix. Netflix ist ein Unternehmen, hat ein Buch geschrieben letztes Jahr, das nennt sich Keine Regeln. Da beschreibt das Unternehmen die Unternehmenskultur, die davon lebt, dass diese emotionale Sicherheit so gelebt wird, dass jeder immer ein Feedback bekommt, was oft schmerzhaft ist, was wehtun kann und was ist. Und das möchte ich kurz vorlesen, wie das entstanden ist, wie die so erfolgreich geworden sind. Anfang 2000 war das Unternehmen Blockbuster schlichtweg das Symbol für Heimkino in den USA. Es war der Ort, wo man alle Videos ausleihen konnte. 6 Milliarden Dollar schwer mit global 9.000 Filialen war Blockbuster der Marktführer. Zur gleichen Zeit hatte das gerade erst gegründete Unternehmen Netflix etwa 100 Mitarbeiter und schrieb tiefrote Zahlen. Der CEO von Netflix, Reed Hastings, wollte Netflix deshalb an Blockbuster verkaufen, um eine Online-Videoverleihplattform aufzubauen. Doch Blockbuster lehnte überheblich ab. Der geforderte Preis von 50 Millionen Dollar war dem Platzhirsch zu hoch. Der Rest ist Geschichte. Nur 9 Jahre später musste Blockbuster als Marktmonopolist Konkurs anmelden, während Netflix von einem Höhenflug zum anderen eilt und mittlerweile überhaupt die Geschichte des Films neu schreibt. Die haben drei neue Geschäftsmodelle entwickelt. Zuerst was das Online-Video on Demand und dann haben sie selber angefangen, Filme zu drehen und sind von der Videoverleih zu einer Produktionsfirma, die jetzt schon mehr Oscars, glaube ich, gewonnen hat wie Hollywood. Und die Kultur, die diesen Wandel innerhalb von so kurzer Zeit von drei Geschäftsmodellen, von einer 100-Mann-Firma und den größten Konkurrenten, also die große Firma, die 9.000 Mitarbeiter hat, praktisch disruptiert, war, weil sie immer die Leute einladen, nicht die Wahrheit zu sagen, aber zu sagen, was sie bewegt, wohin es gehen soll, was falsch läuft und immer einladen, konfrontativ und Dinge auszusprechen. Und da habe ich in meinem Buch auch zwei, drei Übungen, kann man jetzt nicht sagen, aber sozusagen Zugänge, die ich jeder Führungskraft einladen kann, die man jenseits von Zahlen, Daten, Fakten und Management-Meetings einfach, ich nenne diese Runden Straight Talk, ganz einfach mal einleitet und einfach anfängt zu fragen, eine halbe Stunde, nicht aufgesetzt zu sagen, wie geht's uns eigentlich miteinander? Was ist das, was uns gerade bewegt? Oder was ist dir wichtig? Und diese Runden sind natürlich, viele Leute haben Angst, viele Leute haben Angst vor Zurückweisung, aber das ist einfach eine Möglichkeit, wo man die Leute abholen kann. Das ist ein sehr langer Prozess, wenn vorher sehr viel Angst, Unsicherheit und Zurückweisung war, aber das ist ein Prozess, der extrem wichtig ist. Also der zweite Bereich, Deep Work Flow, folgt meistens einer reiferen Unternehmenskultur und reiferen Beziehung, weil in reifen Beziehungen kann man auch sagen, Dinge, die vielleicht unangenehm oder nicht gewünscht sind. Und daher kann aus sowas etwas entstehen wie eine tiefere Arbeit und wenn das auch möglich ist, dann auch eine Arbeit, die Flow ermöglicht. Und
da noch zwei, drei Erfahrungen. Flow entsteht durch, wenn man nicht unterbrochen wird. Flow entsteht, wenn man die Handy abschaltet. Flow entsteht, wenn man einmal meetingfreie Tage entsteht. Flow entsteht, wenn Menschen das tun, was sie gerne und gut können, wo sie auch ihre Selbstwirksamkeit erleben, indem sie autonom etwas entwickeln können. Das weiß man alles. Das steht da überall drin. Das will ich jetzt nicht strapazieren. Aber das entsteht vor allem dann, wenn Vertrauen und ein gewisser Reifegrad ist und wenn vor allem diese emotionale Sicherheit gegeben ist. Das ist der zweite Bereich, den ich jetzt noch ansprechen wollte. Und der dritte, bevor ich dann schon zum Ende komme, für den ersten Teil, ist meine persönliche Entwicklung. Der persönliche Entwicklungsturbo war für mich diese körperorientierte Psychotherapie nach Wilhelm Reich, der sehr stark auf das Thema Atmung und auf Körperausdruck Wert gelegt hat. Wilhelm Reich war ein Schüler von Sigmund Freud, der in den 20er Jahren entdeckt hat, dass Menschen, die in Therapie waren, wenn sie belastende Situationen gehabt haben im Leben, sich körperlich verändert haben und andere Reaktionen gehabt haben. Und da ist einem draufgekommen, dass wir eben nicht nur kognitive Denkmaschinen sind, das war vor 100 Jahren wirklich noch anders, sondern dass wir Verbundenheit vielleicht haben von Emotionen, von Kreativität, von abgeschnittenen Dingen. Und hat eben gemerkt, dass es eine direkte Korrelation gibt zwischen der Atmung und der Form, wie man in der Welt ist. Und da hat er grundsätzlich zwei Bereiche genannt, nämlich die Kontraktion, das ist diese Ausdehnung, in der Welt zu sein, da zu sein, sich zu verbinden. Also Entschuldigung, die Expansion, wollte ich sagen, Entschuldigung, das war jetzt Expansion. Die Kontraktion ist das Gegenteil, ist das Vermeidende, das Ängstliche, das Zusammenziehende, das eben nicht zu sagen, was mich bewegt. Und diese zwei grundlegenden verschiedenen Daseinsphänomene sind sehr stark verbunden mit der Atmung. Wenn man flach atmet, dann kontrahiert man, dann zieht man sich zusammen. Wenn man tief und weit atmet, man dehnt sich dann aus, wie man so schön sagt, und man verbindet sich dann auch mit anderen Menschen. Und Reife und Entwicklung und auch Verbindung vor allem mit anderen passiert vor allem in dieser Ausdehnung, in der Weite, in diesem Vertrauen sein zu dürfen. Und das war für mich eine sehr starke Erfahrung, dass ich ganz interessiert bin, auch Elemente dieser Arbeit im Organisationskontext zu vermitteln und weiterzubringen, in der Hoffnung, dass ganz viele Menschen auch diese Spur gehen und auf diesen Segen, den man erleben kann, wenn man in einem reifen Umfeld expansionsvoll, ausdehnend, im Vertrauen, in der Wertschätzung mit anderen Menschen ist. Aber es fängt alles immer an bei einem selber und im Führungskontext natürlich bei der Führungskraft selber. Deshalb spreche ich Menschen an, die kunstreife Führung. Und würde jetzt gerne mal der Manuela zurückgeben, ob es schon Fragen gibt und dann vielleicht noch weiter was erzählen. Danke vielmals. Ja, liebe Teilnehmer, ich möchte Sie noch gern ermuntern, auch schon zwischendurch Fragen zu stellen. Ja, und ja, es ist noch weitere Fragen zu stellen. Es ist eine Frage reingekommen zu dem Thema in Teams, wenn Teammitglieder unterschiedlich reif sind. Die einen vertragen diese Konfliktfähigkeit, die anderen nicht so. Soll man sich darunter nivellieren oder kann man ruhig höhere Ansprüche stellen? Sehr gute Frage. Das ist dann immer oft so, ist immer die Gefahr, man oft sagt, ja, ich bin weiter wie der andere und sozusagen die kommen jetzt mit, weil wir halt schon so konfliktfähig sind, die anderen kommen nicht so. Ich bin der Meinung, dass man jeder steht da, wo er ist und jeder ist dort aus einem gewissen Grund, wo er gerade steht. Ich finde ja auch nicht gut, wenn man so dann sagt, okay, jetzt taktieren. Ich finde immer gut, wenn Dinge, die da sind, sich ausbreiten können. Wenn Menschen in einem Team konfliktfähiger sind wie andere, ist immer gut, dass die höhere, reifere in dem Zustand konfliktfähig zu sein, ist einfach ein Zustand, der wichtig ist, dass der Raum kriegt und dadurch können ja auch andere dann davon lernen und das einbringen und man wird niemanden jetzt missionieren können, aber es können Leute sich entwickeln und in so einem System ist ja das Phänomen, dass ja jeder lebt ja in einer Unternehmenskultur, jeder bringt sich ein in der Unternehmenskultur und jeder tragt auch dafür Verantwortung.
Ich erlebe immer so oft, dass Menschen sagen, ja, der da draußen und die Kultur und der Chef und die blöde Firma. Aber wenn ich dann frage, wer ist die Firma und wer bist du und was trägst du bei, dann ist das immer, dann geht es immer darum, auch Verantwortung zu übernehmen, dass jeder, der in der Firma ist, ein Unternehmen, eine Organisation ist, auch etwas beiträgt und etwas oder nicht beiträgt. Und letztlich ist ja die Kultur nichts anderes wie die Summe aller Handlungen. Und daher ist, und die können doch unterschiedlich sein, natürlich, das ist ja normal, wir sind ja auch unterschiedliche Menschen. Aber das wäre jetzt für mich kein Grund zu sagen, ich kann jetzt das nicht leben, weil der andere das nicht lebt, sondern im Gegenteil, ich lebe das vor und bringe das vielleicht in die Entwicklung und damit mehr sichtbar und erfahrbar. Gut. Vielleicht noch eine kurze Frage zur Führungskräfteentwicklung. Wenn man jetzt dann schon ein bisschen so im gesetzteren Alter ist, wie kann man da seinen Führungsstil noch ändern? Oder ja, wie geht man das am besten an, war die Frage eines Teilnehmers. Ich versuche das so zu beantworten. Ich glaube nicht, dass es darum immer geht, was zu. Man hat immer das Konzept, es gibt diesen, was ist hier, Laissez-faire-Stil, den Stil und den Stil. Ich glaube, dass jeder seinen eigenen Stil hat und der sich entwickelt und der sich möglicherweise auch verändert, weil man sich selber einfach verändert. Was ich aber dazu sagen kann, ist, dass die Entwicklung nie ändert. Endet. Ich habe ja auch einmal diese Vision gehabt oder die Vorstellung, die hat irgendwie jeder. Man ist dann irgendwann einmal durch. Also man hat jetzt keine Ahnung, diese Selbsterkenntnis und man hat Selbsterfahrung oder was auch immer, oder man hat Seminare, Bücher gelesen jetzt oder keine Ahnung was. Aber das Leben findet so nicht statt, das habe ich leider auch erkennen müssen, sondern ich glaube, dass die Entwicklung wirklich bis zum letzten Atemzug sogar notwendig ist und wünschenswert ist. Und nicht nur das, sondern sogar unsere Verpflichtung ist. Und gerade im Alter lebe ich ganz viele, gerade so in der Therapieszene und auch deswegen finde ich es immer so schade, dass Menschen in der Arbeit oft mit 62, 61 oder früher in Pension gehen müssen, wo sie dann oft ihre größte Fülle noch erleben, wo sie ganz viel weitergeben können. Da kann ich noch jedem empfehlen, sich selber dann noch weiterzuentwickeln und auch vielleicht sich zur Verfügung zu stellen als Mentor oder als Führungstrainer, dann, wenn man älter ist, auch in der Pension. Also bin davon überzeugt, dass Entwicklung nie endet. Und dass die Stile sich aber ändern, weil man sich selber verändert. Und das ist vielleicht so die Antwort zu der Frage. Ja gut, danke. Das wäre es jetzt, also von Seiten der Teilnehmer im Okay. Moment. Dann habe ich jetzt noch eine Frage mir selber noch gestellt. Das war das Thema mit dem, ich kann jetzt zu allen möglichen Themen tiefer gehen. Das steht dann eh auch als Trainer. Aber ein Thema ist mir noch so jetzt auch im Zuge der Vorbereitung, vor allem, wenn ich so von Kontaktstörungen in Teams spreche, es klingt ein bisschen sperrig. Ich möchte das ein bisschen plastischer machen. Ich habe da drin beschrieben, diese klassischen Kontaktstörungen aus der Gestalttherapie, die heißen ja Projektion, Introjektion. Das heißt, das, was ich an mir nicht lebe, kritisiere im anderen. Und das Introjekt sind so die Regeln, die man als Kind mitkriegt. Ich darf nicht, ich muss leisten. Diese sich mal ins Bewusstsein zu rücken, sind einmal schon wichtig für diese Blind Spot of Leadership, um da einen Scheinwerfer reinzubringen. Aber einen, der mir immer wieder auffällt, ist dieses, ich habe es genannt, hab mich lieb Teams. Wenn ich wohin komme, das war jetzt mal jetzt gerade unlängst gestern passiert, und das Erste, was sie sagen, wir streiten nie, wir haben keinen Konflikt, also wir sind so super, da wäre ich mal sehr vorsichtig und bin ja nicht mehr sehr hellhörig. Ich lese das vielleicht kurz vor, das ist ein kurzer Absatz, den ich da beschrieben habe. Der Begriff Konfluenz kommt aus der Gestalttherapie und wird umgangssprachlich als Verstrickung oder Verschmelzung bezeichnet. Unterscheidung und Differenzierung zwischen Menschen oder Gruppen sind in der Konfluenz nicht mehr möglich, denn es geht nur mehr um Konfliktvermeidung und Harmoniestreben. Oft glauben wir, dass überbordende Harmonie die Grundlage dafür ist, gut miteinander zu arbeiten. Dabei ist oft das Gegenteil der Fall. Hab mich lieb Teams sind sogenannte Kuschelteams, die Gleichförmigkeit, Harmonie und Konfliktvermeidung in den Mittelpunkt stellen. Harmonie entwickelt sich dabei aber nicht organisch, sondern auf Basis fauler Kompromisse, des Vermeidens und schönen Färberei. Ich zitiere da kurz ein Beispiel aus der Praxis. Ein Team ist besonders stolz darauf, dass es nie einen Streit und Konflikt gibt.
und alle Teammitglieder in Gleichklang sind. Harmonie um jeden Preis, koste es, was es wolle. Das ist das Mantra dieses Teams. Widerspruch und andere Meinungen sind nicht erwünscht. Das Team schottet sich ab. Es wird niemand in das Team reingelassen, da er oder sie als Störenfried angesehen wird. Jegliche Innovation oder Veränderungen bekommen dadurch keinen Raum. Alle im Team wollen geliebt werden und vermeiden daher jede Form des Konflikts. Niemand spricht an, was einen bewegt oder stört. Aber Innovationen und Veränderungen können nur in der Reibung, in der Andersartigkeit und damit manchmal auch im Konflikt entstehen. Widerspruch und Konflikte zahlen sich aus. Denn, wie der Philosoph Martin Buber es ausdrückt, das Ich erfährt sich über das Du. Im Wissen um die Andersartigkeit und im Vertrauen, dass es gut ist, so wie es ist. Oft wiegen sich solche Hab-mich-lieb-Teams in Scheinsicherheit, weil Harmonie erlebt wird, was man daran kennt, dass man nie streitet. Wir haben immer so Umfragen gemacht, auch bei einem Arbeitgeber, wo ich früher war. Was sind so die wichtigsten Führungsthemen oft? Und da ist immer wieder gekommen das Thema Konflikt, Konfliktvermeidung, Harmoniesucht. Und ich habe dann immer wieder erlebt, dass das so viel immer zugedeckt wird, so wie ein Deckel, den man halt beim Kochen draufsetzt oder beim Tauchen oder beim. Aber das Problem ist, dass ja aus der Physik weiß man, dass diese Dinge trotzdem dann hochpoppeln, auch von der anderen Seite. Und daher bin ich so ein Fan von diese Räume zu schaffen, wo diese emotionale Sicherheit sein kann, was sehr schwer und lang dauert und Vertrauen. Und aber das fängt immer an bei der Führungskraft selber und bei der Führungskraft, die das auch nicht nur verordnet an einen Berater, sondern von sich selber Dinge preisgibt und eben auch Dinge von sich sagt. Und eben vor allem diesen Konflikt manchmal, wenn er da ist, auch nicht nur fördert, sondern einfach zulässt und im Raum gibt. Und es gibt nichts Schlimmeres, es fühlt sich dann genau diese Verstrickungen und es fühlt sich dann, ich sage immer das Wort Gaga. Und das ist dann oft in Firmen, wenn das sind diese Kontaktstörungen, wo dann so Abhängigkeiten, Gesellschaften und von dem kein Auftrag und der hat mir aufgekommen. Das sind alles sehr teilweise toxische Beziehungen, die oft auf Macht noch sind und teilweise dann noch mit emotionaler Gewalt, das kommt ja dann auch noch dazu oft. Aber das sind oft keine gesunden Beziehungen. Jetzt frage ich mich gerade selber, kann eigentlich eine Beziehung zwischen Chef und Mitarbeiter eigentlich gesund sein? Weil es gibt immer ein Machtverhältnis. Also ich würde das schon behaupten, weil gerade jetzt verschiebt sich das ja sehr. Die Unternehmen müssen jetzt die Mitarbeiter suchen. Früher haben die Unternehmen die Mitarbeiter gesucht. Es ist meiner Meinung nach eine Augenhöhe und war es immer schon, aber früher war halt mehr das Macht, die Hierarchiegefälle. Jetzt das ganze New Work kommt das mehr zu tragen und die Arbeitnehmer der Zukunft haben ja viel mehr Macht, weil sie sich einfach die Unternehmen aussuchen können, wenn sie gut sind. Und daher wird das mit den alten Mechanismen, mit der Karotte und Incentives und Manipulationen, also wie früher halt Beziehungen gelebt worden sind, nicht mehr funktionieren. Davon bin ich einfach überzeugt. Und Firmen, Unternehmen sind gut beraten, wenn sie so einen Raum geben, weil wir haben ja noch eine andere Agenda, das sind ja die Generation Z und Y, die ja ganz anders ticken, die ja sofort sowas verlangen und nicht nach irgendwelchen Dienstautos fragen. So, das ganz kurz zurück an die Manuela. Ja gut, danke dir. Ich möchte gern unsere Teilnehmerinnen auch noch auffordern, weitere Fragen zu stellen. Und ja, da kommt eine Frage zu dieser reichianischen Körperarbeit. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen mehr erzählen, wie Gerne. das funktioniert. Also es gibt Prinzip. Also das Grundphänomen habe ich versucht zu erklären, was nicht so einfach ist, wenn man es nicht selber erlebt hat. Aber im Grunde gibt es zwei Formen der Arbeit. Als eine ist eine Einzelsitzung. Man liegt auf einer Matte und daneben sitzt ein Therapeut und der Klient in dem Fall wird einfach eingeladen, tiefer zu atmen und forcierter zu atmen. Weil die Atmung, wenn sie lang chronifiziert gehalten ist, sich von selber nicht vertieft und wenn sie dann tiefer wird, auch sogenannte Blockaden kommt, die teilweise Emotionen oder was auch immer sein können. Und die Einladung besteht, dass erlebte Emotionen und abgeschnittene
Erfahrungen noch einmal erlebt und erfahren werden können in einem sicheren Raum, wo ein Ausdruck verliehen werden kann. Und dadurch, durch diese Erfahrung, das Durchleben einer Emotion, die vielleicht mir nicht die Wut, die ich immer abgeschluckt habe, oder auch die Trauer oder auch die Lust, die ich mir nicht zulassen habe, die mal auszudrücken, ist sehr heilend und sehr befreiend in einem sicheren Hafen. Und die zweite Form, da kommen wir dann ein bisschen auch in das organisatorische Kontext, ist die Gruppenarbeit. Gruppenarbeit im normalen Kontext, wo man in Gruppen zusammensitzt und redet. Aber ich meine, Reden ist dann immer sehr auch energiegeladen und gibt Dinge von sich preis. Aber auch gibt es alle Formen von szenischer Arbeit, von Streaming Theater bis hin zu Tanz, Bewegung, Körperwahrnehmungen, Bewegungsritualen. Also ein sehr breites Spektrum von Möglichkeiten, wieder letztlich mit sich in Kontakt zu kommen, aber vor allem auch mit anderen in Kontakt zu kommen. Und da kann man wirklich ganz wunderbar ein paar Elemente rausnehmen. Und in Organisationen sind jetzt keine Therapiegruppen oder sind nicht Selbsthilfegruppen, aber letztlich sind es Orte, wo Beziehung stattfindet und das sehr intensiv und sehr an großer Zeit. Und ich habe zum Beispiel immer, wenn ich in Organisationen gearbeitet habe, mit Theater gearbeitet, was extrem effektiv und sehr wirkungsvoll ist. Theater hat ja die Fähigkeit, eine hohe Energiedichte zu haben, weil die typischen Krücken wie von PowerPoint bis Management-Geschwurble wegfallen. Bühne beginnt, indem man zum Beispiel einfach nur einen kleinen Strich macht auf einen Raum und da sitzen die einen, da die anderen und da sagt man, da ist die Bühne und hier sitzt die Zuschauer. Und wir haben zum Beispiel immer wieder so belastende Szenen oder keine Ahnung, schwierige Mitarbeitergespräche oder Themen, die die Führungskraft be beschäftigt hat, einfach nicht nachgespielt. Das klingt jetzt so ein bisschen wie Schultheater, aber wir haben es einfach aufgestellt. Und das war so ein organischer Prozess, wo, oder ist ein organischer, wo die Beobachter sehen was, die erzählen dann was, man spürt das, dann verändert man das Spielsetting vielleicht, oder der geht dann raus und schaut dann mal zu, wenn es ein anderer ist. Und da ist eine sehr hohe Kraft und der Energie möglich und ist extrem wirkungsvoll. Das ist das eine, da gibt es noch andere mit Psychodrama oder aber auch wenn man Visionen entwickeln will, kann man da sehr schnell die typischen Vermeidungsmuster erkennen und im guten Fall, wenn die Menschen bereit sind, auch integrieren oder transzendieren, das klingt zwar ein bisschen metaphysisch, aber im Prinzip einen Entwicklungsschritt zu fördern und einen weiteren Reifungsgrad oder sich weiterzuentwickeln. Und wenn man so einen Raum hat, der Vertrauen und Glaubwürdigkeit und Wertschätzung dann irgendwann einmal in einer Gruppe über mehrere Monate, Jahre auch in einer Organisation hat, dann kann man eben wirklich mit tollen Tools anfangen, wie zum Beispiel dieses Peer Counseling, das beschreibe ich auch in dem Buch, oder dieses kollegiale Beraten. Da gibt es ja ganz tolle, wo man dann vom anderen lernt, wo man dann gemeinsam wächst, wo man abgeholt wird, wo man sich stärkt, wo man, und das ist einfach Magie und das ist sehr produktiv und es ist vor allem beglückend. Jeder, der es noch nie erlebt hat, kann sich das wahrscheinlich gar nicht vorstellen. Aber das ist etwas, was mich wirklich bewegt und was daher mache ich das auch, weil ich einfach glaube, das ist eigentlich unser ureigenster Zustand. Ist so wie die Kinder im Kindergarten dieses Organische im Augenblick und das Schaffende, dass das in Organisationen total verlernt worden ist, dass das aber in Zukunft in der Digitalisierung das große Asset sein wird, weil die klassischen Managementaufgaben, die wird in Zukunft künstliche Intelligenz machen, aber diese Beziehungsfähigkeit, diese Fähigkeit mit anderen mitzuschwingen, kreative Energie freizusetzen, das kann man nicht im Sonderpreis erkennen, auch nicht am Wochenendseminar und sich nicht erlesen, auch nicht erlesen und auch keine Patentrezepte sich erkaufen und kein MBA lernen, sondern es ist eine menschliche Entwicklung, ein menschlicher Reifegrad. Und daher heißt das Buch auch persönliche, also Kunstreiferführung. Und das wird in Zukunft, davon bin ich überzeugt, die nächsten 20, 30 Jahren einfach extrem wichtig sein, vor allem damit wir auch nicht so einen Wahnsinn wieder erleben, wie wir jetzt in Europa erleben, dass solche Leute an die Macht kommen und die Macht sie verändert, dass sie dann Kriege auslösen. Ja, es sind jetzt noch Fragen hereingekommen, lieber Werner. Eine Frage ist, wie geht man mit Energievampiren in einer Firma um? Und dazu passt vielleicht auch noch eine andere Frage, Grenzen setzen.
Ja, das hätte ich, das Das hätte ich, passt, hätte, das hätte glaube ich, ich, vielleicht ein bisschen zusammen. das passt ein bisschen zusammen. Ich schaue gerade, wo ist mein Buch? Ist 108. Also diesen Thema, ich habe diese Themen in meinem Buch deshalb aufgeführt, weil es einfach Themen waren, die mich selber immer beschäftigt haben, die ich immer erlebt habe bei Firmen. Also ein Kapitel heißt Grenzen setzen bei uns in diesem Buch und das heißt deshalb Grenzen setzen, weil es wirklich einfach sehr viel dieser Vampire gibt. Es gibt wirklich Abgreifer und es gibt Menschen, es gibt Saboteure und es gibt Menschen, die einem nichts Gutes wollen. Da rede ich nicht einmal von Neid und Missgunst und Schlechtreden, sondern wirklich von Menschen, die ja, die Grenzen überschreiten. Und da ist es ganz wichtig, ja, da beschreibe ich drei Stufen. Stufe 1 ist die, vielleicht ganz kurz, was gerade zupasst. Also wir haben selten gelernt, in unserem Kulturkreis Grenzen zu setzen, weil man muss immer nett sein, helfen und so und Grenzen setzen mit dem ein bisschen als keiner unhöflich empfunden. Aber ich finde das ein extrem wichtiger Fakt und das fällt vielen schwer, weil in der Konfluenz man keine Grenzen haben will. Aber es ist wirklich notwendig und gerade in Organisationen ist es sogar wahrscheinlich ökonomisch existenziell, habe ich auch Sachen erlebt, wo Firmen fast zu Tode gekommen sind, weil es einfach diese Energievampire oder Saboteure Oberhand gewonnen haben. Also ganz kurz die drei Stufen. Die erste ist nervend. Darunter fallen die vielen Redner, Niedertexter, Wichtigtuer. Die Stufe 1. Blablabla, viel Redner, die meistens die guten Ideen dann katapultieren. Die zweite Stufe sind die Energieräuber. Das sind die früher erwähnten Energievampire und Manipulierer und Egoisten und Schönredner, die gegen den Willen anderer ihren eigenen Willen durchsetzen. Und die dritte Stufe, und die ist wirklich gefährlich, das ist diese sogenannte krankmachende oder toxische Stufe, wo dysfunktionale Strukturen existieren, wo es Machtverhältnisse gibt, wo Narzissten und Psychopathen Führungspositionen gibt, die wirklich ihre Macht missbrauchen und auf Kosten der anderen und anderen Menschen wirklich großen Schaden zufügen. Das Grenzen zu setzen fängt aber schon bei der Stufe 1 an, weil bei der dritten ist es existenziell notwendig. Wie das gelingen kann, es gibt jetzt auch kein Patentrezept, einfach nachzusagen, das ist jetzt ein leichter Rat, das geht einfach nicht einfach. Das sind so kleine Baby-Steps und Bewusstwerdung und warum mache ich das, aber es ist für mich, das kommt dann, passt zu diesem Konfliktvermeidungsthema, dieses nicht Grenzen setzen können und konfluent sein, hat ganz viel dieser Verstrickungsenergie und dieser Abhängigkeitsenergie, die extrem ungesund ist, nicht organisch ist und letztlich nicht glücklich macht und vor allem nicht produktiv ist. Daher bitte 100% ja, also Grenzen setzen, Energievampire erkennen und denen nicht den Raum zu geben. Und das ist aber vor allem auch Führungskraft Aufgabe, die oft Angst haben vor diesen Saboteuren, Energievampiren, weil die einfach oft die Sozialmultiplikatoren sind und die Fähigkeit haben, jeder kennt das, ein Saboteur kann 10 andere die Mannschaft kippen. Das ist so. Und ich glaube, das hat ja auch sehr viel mit Selbstwertthema zu tun, oder? Selbstwertproblematik. Ja, das ist meistens dann, ich habe jetzt ein bisschen abgekürzt, aber das ist dann meistens dahinter, weil natürlich, das ist dann diese Kontraktion, man macht sich klein, man zieht Atmung, dahinter ist die Angst, die Unsicherheit, der Selbstwert, der ganze Rattenschwanz. Und wenn einer in der Expansion ist, sich ausdehnt, dann kommt gar niemand so weit, dass er die Grenzen verletzt, sondern da bist du einfach schon so ausgedehnt und so da in einer Welt, dass du die Menschen gar nicht, also es ist eine bioenergetische Zustand, sich nicht die Grenzen verletzen zu lassen. Die hängt viel dran, aber das ist. Und dahinter ist oft Angst, Unsicherheit und letztlich auch Selbstwert. So ist es. Deswegen gibt es da keine einfachen Patentrezepte. Und daher finde ich diese Körperarbeit so gut, weil sie da genau im Körper ansetzt, wo ist meine Grenze, wo ist die Grenze vom anderen, wo ist Grenzüberschreitung, auch energetisch. Das hat ja nicht, das ist ja nicht da oben im Kopf, sondern das ist ja ein ganzheitlicher energetischer Ansatz. Und dort muss man ansetzen, nicht irgendwo sein Ratschlag. Jetzt sagen wir mal nein, wenn es einfach nicht geht, aus Angst und Unsicherheit und Mangel Selbstwert. Ja, es ist noch eine Frage reingekommen zur Generation Z, die du ja schon angesprochen hast, die uns ja alle vor, oder ich sage mal uns in unserer Altersklasse vor große Herausforderungen stellt. Wie siehst du das?
Wie kann man Ja, als das. Führungskraft mit dieser Generation umgehen? Also mein Eindruck ist ja, dass die Generation Z ja genau diese Entwicklung, die ich jetzt beschrieben habe, noch weiter bestärkt. Weil ich kann mich erinnern, wie ich oder in diesem Unternehmen war, waren die, oder in meiner Generation, bin jetzt 54, mache gar keinen Geheimnis daraus, war das so ganz normal. Die klassischen Kriterien war eben guter Gehalt, Dienstauto, keine Ahnung, sonstige Renovationen und Prestige und diese Dinge. Wenn jetzt Menschen zu, man sieht jetzt, das Internet, Facebook ist voll, jeder ringt und kämpft, jeder ist da Great Place to Work, jeder ist da, ist eigentlich ein Hollywood Camp und gibt sie als bester Arbeitgeber her. Jetzt gibt es Gratisessen, gibt es Turnstunden, es geht um Work-Life-Balance, es geht um freie Bestimmungen, es geht auch, aber auch um Sicherheit, aber um freie Einteilung und Geld, Karriere, Dienstauto kommt irgendwo nach. Und das ist natürlich ein Generalangriff auf das Selbstverständnis von Organisationen und das ist erst der Anfang. Ich meine, wir reden jetzt von der ganzen demografischen Entwicklung in den nächsten 5 bis 10 bis 15 Jahren. Das wird wirklich für Firmen, ist es ja jetzt schon. Viele Firmen kennen ihre Aufträge jetzt nicht, bzw. sie keine Leute kriegen, aber es wird sich in den 5 bis 10 Jahren noch verschärfen. Und die Generation Z, die werden wirklich das angehen. Und da geht es einfach nur darum, das mitzuentwickeln. Das ist ja nichts Gutes und Schlechtes. Die Generation nach mir ist mit Internet aufgewachsen, die Generation jetzt wächst mit Krieg und mit Krisen auf. Und das ist jetzt weder gut noch schlecht. Das Krieg ist schlecht natürlich, aber dadurch ändert sich das Sozialverhalten. Dadurch wird sich auch die Kultur in Organisationen verändern, weil die werden jetzt bald einmal Chef werden und die werden ganz anders ihr Team führen, wie es noch vor 20 Jahren die älteren Menschen gemacht haben. Und deshalb wird man ganz großes Interesse haben müssen, in Organisationen sich genau zu überlegen, wie ticken die, wie spreche die an, das passiert ja jetzt schon. Und vor allem, wie leben die Beziehungen und was ist denen wichtig? Und da bin ich aber wirklich jetzt schon bald vielleicht zum Schluss kommend, großer, großer Hoffnung. Ich bin ja ein gnadenloser Optimist, das liegt in meinen Genen, dass die Zukunft und das, was vor uns ist, wunderbar ist. Wir haben wahnsinnig tolle Errungenschaften. Wir haben das Internet, wir können jetzt da einen Call machen, wo ich Menschen, die ich nicht kenne, mit denen reden kann oder zumindest ich reden kann, wo man so viel machen kann, wenn Menschen dieses Vertrauen haben, ja, es ist gut, Technik wird gut und wir werden auch in Führungspositionen andere Menschen haben, die keine Kriege machen und so. Und ich kann dazu beitragen, dann bin ich ganz davon überzeugt, dass das einmal wirklich dann so sein wird, dass der Arbeitsplatz ein Ort ist, nicht nur der Arbeiten, das Geld verdienen, sondern letztlich vielleicht auch, was ich glaube ich auch sein sollte, der Potenzialentfaltung und der Freude, dass es Spaß macht und dass ich nicht, dass ich traurig bin, wenn ich in Pension gehen muss und sondern überlege, was könnte ich vielleicht noch alles in meinem Leben machen, weil das Leben einfach gut ist, so wie es ist. Ja, lieber Werner, das klingt ja schon fast nach einem Schlusswort. Habe Ich ich wollte es den auch jetzt Eindruck? nur zum Sonntag, aber ich weiß nicht, ob das schon zu lang ist oder zu wenig ist, aber ich habe jetzt einmal so, jetzt einmal, glaube ich. Ja, ich möchte unsere Teilnehmer noch aufrufen für den Last Call. Wenn Last Ihnen Call. noch eine Frage auf der Zunge brennt, dann jetzt schnell stellen. Ansonsten freuen wir uns auch über ein E-Mail oder auch über Ihren Anruf. Ich Genau, wir können immer blende. E-Mail und ich bin gerne, ich könnte jetzt noch lang reden, aber ich weiß jetzt nicht, wie lang jetzt noch die Energie, Aufmerksamkeit ist. Aber es hat mir auf Genau. jeden Fall gefallen, dass so viele jetzt da waren und dabei geblieben sind. Ich kann allen bestärken, den Weg zu gehen, den sie gehen, dran zu bleiben, auch wenn es schwierig wird und dass die, wie hast du so schön gesagt, Manuela, Tiefe erstaunlich hell ist und das Leben besser ist und besser ist, als wir oft vielleicht glauben. Da möchten wir unseren Beitrag leisten. Ja, schön. Ja, schauen Sie vorbei auf unserer Internetseite Art of Life. Dort können Sie auch das Buch im Shop erwerben. Wir haben auch eine Menge Podcasts zu dem Thema persönliche Entwicklung und Blogartikel. Und wir freuen uns, wenn Sie vorbeischauen, sich für uns vielleicht auch eine Rückmeldung geben. Darüber freuen wir uns am meisten. Und wir Genau. bedanken uns, dass Sie Ja. heute so zahlreich dabei waren und ihr Interesse gezeigt haben. Und vielleicht sind Sie ja wieder mal bei einer Art of Life Veranstaltung dabei. Genau. Schau sie vorbei. Wir haben auch Playbooks. Wir haben wirklich viel Content. Ich habe jetzt viel Lust zum Schreiben und es macht wahnsinnig viel Freude. Und mich bei dir bedanken, Manuela.
und bei allen, die dabei waren, und wünsche allen noch eine gute Zeit. Falls Sie das Buch kaufen wollten, wünsche ich einfach viel Freude und alles Gute und eine gute Zeit. Bleiben Sie gesund und alles Gute. Gut, dann wünschen wir Ihnen noch einen schönen Abend. Und das wird noch Baba. aufgezeichnet und zugesendet. Entschuldige, das wollte ich noch sagen. Ja? Genau. Sie kriegen die Aufzeichnung mit einem Link bei Ihnen gesendet. Das Und eine ist kurze noch. Zusammenfassung von mir noch. Okay. Gut. Okay. Gut. Tschüss. Tschüss, Baba.